But you're exercising your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think more power to you as far as I'm concerned. I'm just trying to work that out. I mean. Ha, gotcha. You have got me. Hi, mein Name ist Peter Frahm und der eine oder andere wird es schon gesehen haben, aber die meisten sicherlich noch nicht. Und zwar gibt es ein neues Interview und wirklich ein spektakuläres und saulustiges Interview mit Jordan Peterson auf Channel 4, wo er die feministische und wirklich komplett irrationale Moderatorin, in Anführungsstrichen, eigentlich müsste die ihren Job verlieren nach der Aktion, wo er die auf total witzige Weise komplett zerlegt. Und Jordan Peterson, wer den noch nicht kennt, der ist Ende 2016, war das glaube ich, bekannt geworden, als er sich in dieser Transgender-Debatte kritisch geäußert hat und sich geweigert hat, für die 80 neuen Geschlechter dann die jeweilige Anrede, das jeweilige Pronomen, das was frei erfunden ist, wie sie und sir und sim anstatt him und her zu verwenden. Dadurch ist er bekannt geworden und seitdem macht er ordentlich die Runde. Und insgesamt bin ich bei ihm, weil ich oft danach gefragt werde, was halten Sie denn von Jordan Peterson und so weiter. Insgesamt bin ich ihm gegenüber relativ zwiegespalten, weil er mir manchmal wie so eine gespaltene Persönlichkeit vorkommt. Das heißt, für mich gibt es irgendwie zwei Versionen von Jordan Peterson. Und die eine Version ist die, die er hier in diesem Interview zeigt und auch so gut wie noch nie meines Erachtens zeigt. Und zwar, dass er komplett rational ist und komplett auf den Punkt formuliert und kein Wort zu wenig und kein Wort zu viel. Und das steht ihm meines Erachtens super gut. Und er war auch meines Erachtens noch nie so locker wie hier in dem Interview, dass er halt dauernd lacht und sagt, nee, das sage ich absolut überhaupt nicht. Aber diese Peterson-Version scheint immer nur in so einem Format hier aufzutauchen, wo er jetzt keine Zeit hat, großartig zu erzählen und auszuufern. Da ist er dann immer rational und auf den Punkt, aber sobald er Zeit hat zu labern, dann wird auch gelabert und dann ist er ausschweifend und bringt dann irgendwelche Bibel-Stories stundenlang und so weiter, was mich persönlich wahnsinnig macht. Und redet dann um den heißen Brei rum und verliert sich in tausend Nebenästen und so weiter, wo ich denke, ja, was ist denn mit dem Peterson passiert, den ich letztens da so im Interview so ganz klar erlebt habe. Und es gab meines Erachtens auch schon Momente, wo er ganz schön die Hosen runtergelassen hat. Und da fällt mir vor allem der Podcast von Sam Harris ein, wo Jordan Peterson dann zu Gast war und jetzt nicht die beste Performance meines Erachtens abgeliefert hat und komplett irrational war und auch auf eine ganz komische Art und Weise meines Erachtens argumentiert hat, sodass ich gedacht habe, Jordan Peterson, naja, einerseits manchmal ist er ganz klar, andererseits ist er auch manchmal irgendwie mit Vorsicht zu genießen. Aber hier in dem Interview ist er absolut Weltklasse. Wie gesagt, habe ich so locker und so positiv und so klar noch nicht erlebt. Und deshalb mache ich hier ein Video drüber. Und zieht euch auf jeden Fall das Originalvideo mal rein. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Denn die Moderatorin, Kathy Newman, die ist einfach der Oberknaller. Und so wie ich den Peterson eben beschrieben habe, dass er hier so ganz klar ist und rational, ja, guckt es euch an im Originalvideo, die ist praktisch genau das Gegenteil davon. Das heißt, da treffen komplett entgegengesetzte Weltbilder aufeinander und das repräsentiert ganz genau das, was in meinen letzten Videos immer gezeigt wird. Also sie repräsentiert praktisch perfekt diese politisch korrekte Social Justice Warrior Mainstream-Medienmeinung und ignoriert dann Fakten und argumentiert mit Gefühlen. Und ja, aber meine Cousine ist aber so und so, also bringt da irgendwelche Anekdoten, während der Peterson dann immer sagt, ja, aber statistisch gesehen ist das so und so. Das heißt, er hat dann stattdessen immer Zahlen, Daten und Fakten bereit und dreimal dürfte raten, was bessere Argumente sind. Und dann legt sie ihm vor allem permanent immer die wildesten Dinger in den Mund, was er denn angeblich alles sagt, was denn seine Meinung angeblich ist und wie er denn praktisch sexistisch ist und so weiter, sagt sie so nicht deutlich, aber wirft sie ihm so durch ihren Interviewstil mehr oder weniger vor. Und ich bin mir auch nicht 100% sicher, wie viel davon jetzt wirklich ihre eigene Meinung ist und wie viel davon auch so ein bisschen gespielt ist nach dem Motto, ich bin ja hier die Interviewerin, das heißt, ich muss ja auch kritische Fragen stellen, damit es auch ein kritisches Interview wird, was ja durchaus auch ihr Job ist. Aber ich behaupte, dass ganz, ganz viel von dem, was sie sagt, allein wie sie es sagt, ja, und emotional involviert und so weiter, dass ganz viel davon wirklich ihre eigene gehirngewaschene Mainstream-Meinung ist. Also mit dem Interview hat sie sich keinen Gefallen getan, sondern eher dem Peterson einen Gefallen getan. Trotzdem frage ich mich, was denn los ist überhaupt im Fernsehen? Ja, Journalismus soll ja eigentlich neutral, zwar kritisch, aber neutral sein, keine große Bewertung da drin, aber es ist praktisch, als wenn sie keine Moderatorin wäre, sondern irgendeinem feministischen Verein angehört und jetzt Jordan Peterson als den neuen Hitler da auserkoren hat. Nein, 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 nein! Ja, also von journalistischer Neutralität
absolut nichts zu spüren und auch von Erwachsenheit absolut nichts zu spüren, denn das Interview wirkt die ganze Zeit so, als wenn ein Vater mit seiner 8-jährigen Tochter redet, die einfach halt noch nicht genug Intelligenz hat, um irgendein Thema auch kognitiv erfassen zu können. Ja, also ich war immer so hin und her zwischen Kopfschütteln und Lachen, weil ich gedacht habe, das ist ja unfassbar, dieses Interview. Das ist spektakulär. Also ich fand jede Minute spektakulär und alle paar Sekunden kommt irgendwas, wo ich denke, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Das ist ja wie so ein Monty Python-Satire-Interview. Stellt eure Fragen, Wächter der Brücke. Ich fürchte mich nicht. Und wie gesagt, der Petersen ist hier sehr, sehr klar, hält sich hier sehr, sehr gut, bringt alles schön auf den Punkt und ist auch noch nett dabei und freundlich und ja, veräppelt sie dann auch zwischendurch mal ein bisschen, dass er sagt, ha, habe ich dich erwischt oder habe ich sie erwischt? Als sie dann sprachlos ist. Also wirklich ein geiles Interview, was unsere momentane Gesellschaft sehr, sehr gut beschreibt. Von daher zieht's euch auf jeden Fall rein. Und dann gerne auch mal Rückmeldungen hier in den Kommentaren geben, wie ihr das Interview empfunden habt. Und generell auch interessiert mich eure Meinung zu Jordan Peterson. Also, das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, alles Gute. Ciao. Die habe ich wegrasiert. Leute, ihr könnt einpacken.